Schaut gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbei für günstige Spielekeys. Link dazu in der Videobeschreibung. So, ja, los kommst du mal. Ja, wunderschön. Das war mehr als Double Time und nicht mehr verständlich. Herzlich willkommen zu einem wunderbaren neuen BeamNG-Video und heute ein sehr, sehr schönes Mod-Fahrzeug, was ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, mehrfach schon von euch vorgeschlagen bekommen und mehrfach anschauen wollte und es dann jedes Mal wieder verplant habe und vergessen habe. Willkommen in meinem Leben. Nämlich den ETKA. Ein weiteres Auto, was so ein bisschen in die, ja, sagen wir mal, Story des Spiels passen soll, herstellermäßig, aber natürlich seine Inspiration aus der echten Welt holt, nämlich vom VW Golf, insbesondere dem VW Golf 1 und unter anderem auch dem VW Golf 2, werden wir bei einigen Modellen nachher sehen, die ganz klar Inspiration von der zweiten Baureihe bekommen haben. Und ich natürlich bin großer Golf-Fan. Ihr wisst es, ich habe meinen Golf 2, ich liebe diese Kisten über alles und ja, bin dank Family und allem VAG versorgt, liebevoll ausgedrückt. Und dementsprechend bin ich natürlich sehr happy, dass die Keen Modder an diese wunderbaren Fahrzeuge rangebracht hat. Und damit werden wir uns heute beschäftigen. Um euch mal eine kleine kurze Übersicht zu geben, welche Modelle wir denn alle haben und wie gesagt, warum ich denn auf Golf 2 so ein bisschen komme. Wir haben natürlich, jetzt fahren wir hier gerade den wunderbaren A-Series 1000er, nämlich Entry-Level Model Featuring Naturally Aspirated 1-Liter Engine and Manual Transmission. Aber wir haben dann so schöne Kisten wie hier, das wunderbare Erdbeerkörbchen, ja, man kennt es. Und dann, wie ich eben auf Golf 2 komme, sind unter anderem Modelle wie der hier, der County, oder es gab ja den Golf 2 Country und dementsprechend daran natürlich Anlehnung. Dann haben wir hier noch Fahrzeuge wie den Harlequin, der seine Inspiration so ein bisschen vom Golf 3 natürlich geholt hat und dann hier auch die Rallye-Version, die auch livery-technisch sehr nah am Rallye-Golf 2 dran ist. Also wir haben ein bisschen coole Fahrzeuge dabei, damit werden wir viel Spaß haben und können uns auf jeden Fall gut austoben. Wie gesagt, wir werden, denke ich, auch hier wieder uns auf Special-Modelle beziehen. Also ich nehme jetzt hier mal die Standard-Version und dann nehmen wir halt vielleicht den Discabri oder sowas. Also ich werde jetzt hier nicht alle Standard-Versionen durchgehen, die verschiedene Motorradvarianten haben, das schenken wir uns jetzt mal. Aber wir wollen jetzt so ein bisschen fröhlich durchklicken, weil wir haben, da gibt es ein bisschen was anzuschauen. Das ist ein sehr geiler Mod, was, ich sag mal, Fahrzeugauswahl angeht. So, am Anfang tun wir mit dem kleinen Kollegen hier, wie gesagt, 1 Liter Motor, wunderbar manuell, da ist jetzt auch nicht viel Kasala dabei, also das ist jetzt hier halt wirklich brutalst langsam. Freut euch drauf, dass wir jetzt hier wirklich dahin kriechen werden. Das Schöne ist, wir können es ein bisschen im Innenraum umgeben, da fühlt man sich als Golf 2 und Golf 2 war direkt wohl, Armaturenbrett ein bisschen mehr Golf 1 Vibes natürlich, aber hier so Lenkrad und sowas, das fühlt sich hier direkt alles sehr bekannt an, da hätten wir uns gerade fast schon umgebracht. Das war sehr schön und wir fahren trotzdem fast schon 100 Sachen, was in diesem Fahrzeug kriminell schnell ist. Die Reifen aber doch sehr entspannt mitmachen, muss ich sagen. Das hätte ich nicht erwartet. Ja, und jetzt haben wir eine Steigung und das heißt natürlich, wir werden langsamer. Wunderbar. Gut, wer hat es erwartet? Der normale Golf 1 ist jetzt nicht unbedingt die Spannungsgranate, was Geschwindigkeit angeht, weil, naja, es ist halt auch keine Leistung da. Wo soll was krass passieren, wo keine Leistung passiert? Wir werden trotzdem jetzt versuchen, mal ein bisschen Unfälle zu produzieren, weil wir ja gucken, wie der Schaden denn hier so von unserem wunderbaren Golf ist. Gut, da haben wir doch schon ein paar Felsen. Das war ein schöner Schlag. Das war ein wunderbarer Schlag. Warten Sie mal ganz kurz. Ich werde mal kurz unseren Probanden wieder auf die Achse stellen. Ich versuche es zumindest. Oh. Ja, ich versuche es ohne. Ja, ich hab's gleich. Ja, da. Mehr oder minder. Schauen wir uns doch gerade mal schön an. Ui, der Grill schön ausgehakt. Ja. Ich sag mal so, das hätten wir noch überlebt. Man muss sagen, so ein Golf 2 oder Golf 1 Unfall möchte man in der heutigen Zeit nicht mehr haben, weil moderne Autos leider ein bisschen mehr aushalten als gegenüber und dementsprechend dem Golf 2 gut zusetzen. Aber das ging doch noch ganz gut. Ich glaube, wie gesagt, fahren können wir jetzt hier nicht mehr, aber war schick. Ich bleibe jetzt hier einfach mal auf dem Schotterweg, weil wir hier so ein bisschen mehr Bounce, die ein bisschen unübliche Restaurant haben und überall Felsen und Steine legen, die selbst bei nur 50, 60 km/h gut wehtun. Ne? Dementsprechend werden wir mit dem kleinen Kollegen jetzt hier einfach mal ein bisschen den Offroad-Bereich nutzen. Dafür ist er jetzt zwar nicht gebaut, aber ist mir egal. Und da kommt schon wieder aus. Ne, da könnt ihr da drüben können wir weiterfahren. Okay. Und heppa, schön hier rüber, wunderbar. Gut, schön. Oh ja, schön hier vorne. Oh ja, schön die Front eingeknauscht, das sieht doch wunderbar aus. Dem Golffahrer blutet gerade ein bisschen das Herz, aber das ist okay. Ich glaube, es könnte noch fahren, wenn wir Glück haben. Es könnte noch fahren, das Auto. Oh, nee, ich sehe gerade, eine Antriebswelle hat es zerlegt. Ja gut, damit fährt es sich da ein bisschen schwieriger. Wir kriegen die Leistung nämlich nicht mehr auf die Straße. Ach, Schadensmittel ist doch, gefällt mir sehr gut. Wie schön die Tür sich oben aufspreizt, da vorne sich alles zerknauscht. Das muss ich sagen, das gefällt mir auf den ersten Eindruck doch sehr gut. Also Schadensmittel ist lecker. Gut, nächster Plan wäre es mal auf eine Kollision anzulegen, also mit einem anderen Passanten. Ja, mal schön draufhalten.
um mal zu gucken, was denn da so geht. Kommt jetzt hier keiner entgegen. Ne? Jetzt, wir sind hier gerade alleine, also außer er hier, aber Leuten, die da reinfahren, bei 80 Sachen kann ich mir halt schenken. Das hat einen Effekt von, ah, wunderbar, guck mal, da kommt noch jemand. Jetzt schön auf die Knautschzone drauf. Ah, nur leicht gestriffen. Aber es hat die Achse rausgerissen. Es hat gereicht, um einen wunderbaren Riss in der Achse zu erzeugen. Das ist doch wunderschön. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen mal auf was Schnelleres. Wir gehen mal zumindest aufs Erdbeerkörbchen, ein bisschen Cabrio fahren. Weil das ist hier schon sehr entschleunigend. Es ist nicht schlecht, es ist gut umgesetzt. Also ich möchte sagen, der Modder hat gute Arbeit geleistet, aber... Na, wir wollen mal ein bisschen Action hier reinbringen. Und da sitzen wir auch schon im wunderbaren Cabrio. Ja, 76 PS, also geht vom leistungstechnisch so ein bisschen in die Richtung meines Zweiers mit dem 1,6 Liter Motor, der auch hier drin staubt. Und natürlich, warum heißt dieses wunderbare Kfz Erdbeerkörbchen mit ihr Vermögen? Ich zeige euch die kurze Seitenansicht. Wir haben den Überrollbügel da, der dafür Schutz bei Überschlägen, dass die Insassen nicht komplett platt gemacht werden. Und dadurch haben wir so ein bisschen den Form eines Erdbeerkörbchen. Es ist einfach optisch ein Erdbeerkörbchen. Man muss da nicht viel erklären. Da gibt es keinen krassen Gag oder irgendwas bei. Es sieht dann aus wie ein Erdbeerkörbchen. So, wir bleiben einfach bei dem Fakt. Ui, das ist untersteuert, aber... Ist aber sehr gedämpft dafür, dass wir eigentlich offen sitzen. Ne? Das, naja, angenehm. Gut. Wir fahren wieder ein bisschen schneller. Oh, ja, sieht doch schick aus. Wir hier so schön der Langcruise durch Utah. Schön mit Sonnenbrand. Oh, da kriegst du ja richtig Tempo drauf. Guck hier. Da geht sogar richtig was. 140, komm. Wir müssen hier gucken, ob dieser wunderbare übere Bügel auch wirklich schützt, ne? Das kann ja auch hier einfach hier so ein schönes Gimmick sein, ne? Wenn wir mal richtig schön Tempo aufbauen, dann versuche ich das Ding mal richtig schön zu wickeln. Wir müssen mal gucken, wo. Dass wir hier mal einen richtig schönen Überschlag hinkriegen. Fahren wir hier mal ein bisschen hoch. Oh ja. Oh, ist das Schild massiv? Ich weiß gar nicht. Nee, ist es nicht. Oh, das war mal ein schöner Einschlag. Das war der Anfang für ein solides Testergebnis. Um es zusammenzufassen, hätte uns der Bügel des Erdbeerkörbchens geschützt? Uns ja. Unser Beifahrer hätte das Ding vollkommen ins Face geklatscht gekriegt. Geil. Das sieht maximal ungesund aus. Unser Beifahrer wäre vom Überrollkäfig geköpft worden. Ich glaube, es ist nicht die Absicht, dass wir... Also, es hat sich das auf jeden Fall nicht vorgestellt, der Teil. Wir bleiben jetzt mal auf dem Highway. Willst du ein Rennen oder was? Piss dich. Probier's doch. Wir bleiben auf dem Highway. Mit den anderen Autos, die gleich ein bisschen mehr Leistung haben, werden wir auch weiter normale Strecken fahren. Aber mit diesem Fahrzeug hier, dem Erdbeerköpfchen und dem normalen 1000er, macht es halt mehr Sinn, jetzt hier gerade auf dem Highway zu lang zu prügeln, weil wir hier ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen können. Und dann... Ne, schöne Unfälle haben können. Deswegen, wir laden jetzt hier gerade mal richtig durch. Also, schön. Wir laden durch. Und dann klappt das schon. Was passiert da vorne eigentlich? Die drängen sich einfach gegenseitig ab hier. Ja, ganz wild drauf, die Jungs. 160 Sachen. Das geht schon gut voran. Komm, wir nehmen mal den Felsen hier mit, einfach, weil es geht. Oh. Ich bin ehrlich, was habe ich erwartet? Ich knall mit 160 frontal in den Felsen rein. Was soll der Wagen da machen? Klingt aber nice. Ich kann nur kein Gas mehr geben. Ja, lässt mich nicht mehr. Aber schön klingt tut's. Moin, moin. Also an sich läuft der Motor auch noch, aber... Das Gas nimmt ihr nicht mehr an. Das hat sich jetzt schon erledigt. Also ich... Gut. Ich weiß auch nicht, wie ich meinen Fuß da oben noch unten hin noch hinkommen müsste. Obwohl... Ist immer so, man müsste sich so ein bisschen verdrehen. Ich möchte schon wieder ein Straßenrennen abgedrängt. Niemand verstraßt drin gegen uns, wenn ich das bitten darf, okay? Das ist hier mein Gebiet. Ich muss ja ein bisschen, muss sich auch ein bisschen Respekt verschaffen in seinem Erdbeerkörbchen. Ganz schön düster hier drin. Und wir untersteuern. Hoppla. Ja, ist gut, Lenkung dürfte noch funktionieren. Ich habe extra die Lenkung aufgemacht, damit wir gerade gegen scheppern. Ja, das geht. Aber noch einer Straßenrennen will. Ja, der will auch ein Rennen. Einfach ein bisschen Chaos stiften. Da sehe ich mich. Der Rebell im Erdbeerkörbchen. Das kriegt einen ganz anderen Vibe. So, wir haben noch über 150 Sachen drauf und es geht in die nächste Kurve rein. Das wird natürlich wunderbar gut gehen, wie wir uns denken können. Ja, es geht wunderbar. Fabelhaft geht das gut. Und wir haben die Tür aufgesprengt. Aber unsere Antriebswelle hält noch. Also weiter ans Gas. Das hat funktioniert. So, hier schön durch. Verpiss dich. Gut, ich auch. Erstmal komplett Randale schieben im Erdbeerkörbchen. Alter, der bedenkt halt gar nicht mehr. Oh Gott, oh Gott.
Nein, nicht da reinfahren! An ihm vorbei! An ihm vorbei! Alter! Okay, der Rechtsdrive wird nicht besser. Ich kriege ihn kaum noch üben gehalten. Ja, okay, die Spur ist auch leicht verschmälert. Sorry! Oh Gott! Technisch fahren tun wir noch, aber der Kollege hat mir gerade beide Antriebswellen zertrümmert. Okay, entweder er oder der Felsen, den ich reingeschleppert bin. So, und damit fahren wir jetzt mal den wunderbaren A1800 Special, beziehungsweise nicht Special, sondern den Sport, der natürlich ganz klar so ein bisschen die Anlehnung an unseren wunderbaren Freund, den Golf 1 GTI sein soll. Und dementsprechend über ein bisschen mehr Dampf verfügt, heißt, wir können damit jetzt auch mal richtig Runden fahren. Wo ich gerade dabei war. Wir können damit richtig Runden fahren. Ja, nebenbei, das ist sogar hier mit wunderbaren Pirelli-Felgen. Ja, hier seht ihr, das sind die schönen P's auf den, in den Felgen eingraviert. Hier schön die Pirelli-Felgen, die der Golf 1 damals in der Pirelli-Version hatte. So, ja, wie gesagt, jetzt haben wir jetzt endlich mal ein bisschen Dampf und ein bisschen Casala, dass wir mal ein bisschen fahren können und nicht ewig nicht lange Highways brauchen, um irgendwas wie Geschwindigkeitsgefühl zu erleben. Dementsprechend. Und schön natürlich auch Doppelscheinwerfer vorne auch am Start. Oh, hier, da geht schon deutlich mehr hier. 140 Sachen, natürlich immer noch schmale Reifen, immer noch untersteuert wie die Scheiße, aber und halt 80er Jahre Technik, da kannst du halt, oh Gott, Name, kein ABS, überhaupt nichts. Ui, 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 boah, fährt sich brillant gut, wollte ich sagen, aber dann würde ich lügen, das ist halt 80er Jahre Frontantriebtechnik, das fährt halt, aber jetzt, also, das Wort gut würde ich vielleicht in einem anderen Rahmen zusammen sagen, meine Golf 2 macht Spaß, aber natürlich technisch merkt man schon in einem Fortschritt in den letzten Jahrzehnten, die sich gebessert haben, wo der Wagen dann einfach, es macht mehr Sinn und macht mehr Spaß und viele andere volle, tolle Begriffe, die Fahrspaß ausdrücken. Falls ihr euch fragt, Lukas, wie bist du wieder hier gelandet? Ja, ich habe mal wieder die falsche Taste gedrückt. Ihr kennt das von mir 36 Video, ich und meine Fettfinger. Haha, wunderbar. Wir fahren aber jetzt mal hier lang. Schönen kleinen Drift, der ins Untersteuern geht. Aber wir haben es gerettet. Alles gut, wir haben es gerettet. Wunderschön. Fahren wir mal hier rüber. Und versuchen natürlich weiterhin, unsere Vorderachse nicht zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen, weil das immer wieder ins Untersteuern gerät. Alter! Oh, sorry. Der hat eine leichte Hinterachse, falls sich das interessiert. Also der geht gerne mit dem Butchi rum. Haben wir uns gerade entspannt mit diesem wunderbaren Baum angeglichen. Das ist doch toll. Wo ist denn der Kollege? Ah, da vorne steht er noch. Dem geht's doch relativ gut, oder? Ich glaube, den habe ich gar nicht so sehr getroffen. Wir können ja gerade kurz schauen. Nee, fährt noch. Ja, ein bisschen gestriffen. Also, das war ein leichter Streifschaden. Ich meine, ich bin brutal abgeflogen, weil mir die Hinterachse meinte, Eigenleben zu entwickeln. Oh, Junge, die Bodenwellen. Ja, ist gut, Alter. Bouncy, sein Vater, ey. Was ist denn los mit der Hinterachse? Oh, hier, Kurve. Wir machen auf. Das geht schon gut. Ja, irgendwie retten wir das hier wieder. Machen sich keine Sorgen. Hier geht's runter. Wunderschön. Ja, wunderbar. Oh, ja. Am besten noch 20 Mal den Kofferraumdeckel eindrücken. Irgendwann haben wir einen Pickup erreicht. Junge, das Heck habe ich aber gerade... Gut, wieder zurück auf was hat hier der Straße. Vergessen das einfach gerade, dass ich den Golf komplett getränkt habe. Einmal hier vorbei, ranbremsen, ja. Ja, ich muss immer aufpassen, dass wir kein ABS haben und wenn ich dann Einlenkung bremse, dann hast du Spaß mit der leichten Hinterachse. So, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mal hier den Canyon hoch. Ich kürze jetzt hier einfach mal ab, das geht hier wunderbar. Hier nehme ich keine Felsen, tada. So, und einmal hoch hier. Das kann jetzt nebenbei eine Weile dauern. Auch der Golf 1 GTI hat jetzt auch nicht unendlich viel. Aber man muss sagen, das Gewicht von einem 1er GTI war damals schon eigentlich ganz geil. Das ist immer noch eigentlich ganz cool, wenn man ehrlich ist. Aber ne, könnte ich gerade was zu lesen holen oder irgendwas anderes. Dauert jetzt, bis wir hier oben sind. Okay, ich mach. Ja, okay. Kurz einen Tokyo-Drift gemacht. Hoppla! Das war lustigerweise sehr gut kontrollierbar, obwohl das auch maximal unabsichtlich war. Gut, damit sind wir an der Spitze angekommen. Ich hoffe, ihr habt die Zeit irgendwie sinnvoll benutzt. Ja, komm, wir könnten mal wieder auf ein anderes Auto wechseln, ne? Da müssen wir uns wohl unterscheiden, dass der Golf GTI mal. Oder Sport, Entschuldigung. Mal einen abgemacht, weil wir wollen ja gleich den Offroader vielleicht mal fahren. Da bietet sich das ja an, wenn wir schon mal in das passende Terrain gehen, ne? Wunderschön, schon wieder schön vorne auf dem Motor drauf. Ihr seht, das knautscht sich sehr gut. Die Türen gehen auch konsequent immer auf.
Das war der Moment, wo der Beifahrer gestorben ist. Hoppla. Und das hat der Fahrer auch nochmal einen drauf gekriegt. Das ist doch... Ja, aber den kippen wir noch. Das sieht nämlich sehr gut aus, das Fahrzeug noch. Guter allgemeine Pflegezustand. Hier und da vielleicht ein klar kleinere Blechreparaturen. Aber sonst geht das schon. Machen wir weiter mit einem der Klassiker unter den Golf-Modellen, nämlich den Golf 2 Country oder hier eben der ETKA County, den wir hier haben. Auch hier schön die Sticker-Sache, schön angepasst. Der Satz rein hinten dran, vorne eben der Stoßfänger. Und ja, das ist, muss ich sagen, einer der Golfs, die ich unfassbar gerne noch hätte. Sind mittlerweile aber auch extrem teuer geworden, verhältnismäßig. Und wäre das erste Auto, wo ich halt wirklich auf dieses Höherlegen stehen will. Normalerweise bin ich ja umso tiefer, umso besser, aber ein Golf 2 Country fühle ich schon sehr. Ich finde die Karre einfach ultra, ultra geil. Die Optik und sowas, das hat halt irgendwas, weil es ist halt ein Golf und man hat das Ding halt komplett so umgebaut, als wollte man gerade die Rallye Dakar streiten im nächsten Moment. Das ist schon ein wilder Move. Ich glaube, wie wir hier momentan sind, bringt mir der Golf 2 Country noch gar nichts. Heißt, wir werden mal ganz kurz runterfahren und uns unten dann in passendere Umgebung geben. Aber vorher kann man sich ja schon mal mit dem Chance-Modell dieses Fahrzeug ein bisschen nochmal auseinandersetzen. Mit einem schönen Frontflip, den Berg runter, ist es nicht schön. Ja, das ist doch wirklich schön. Gut, machen wir weiter. So, nachdem wir jetzt mal hier unten angekommen sind, versuchen wir jetzt erstmal bis unten an die Straße zu kommen und dann ein paar wunderbare Feldwege zu suchen, weil dafür ist der Wagen natürlich eher gedacht. Das ist jetzt hier kein Hillclimb-Fahrzeug, also es ist immerhin noch ein Golf. Ich wollte es kurz zeigen, es ist immer noch ein Golf, habt ihr vielleicht damit gerade ganz kurz gesehen. So, da oben ist der Feldweg. Wir kürzen jetzt hier gerade mal ab. Das dürfte aber locker flockig gehen. Ja, schön durchs. Ja, man merkt, bodenfreiheitstechnisch ist der Kollege schon mal deutlich überlegen über den vorigen ETKs, die wir gefahren sind. Hier geht schon mal ein bisschen mehr. Und ich stecke das sehr, sehr gut weg. Das Fahrwerk macht gute Arbeit. Der Stoßfänger vorne. Hier, der kann sowas auch ab. So, da können wir auch mal kurz hier drauf fahren. Seht ihr? Leichte Delle, das war es aber auch schon. Also, wenn hier irgendwie mal ein Zivilist meint, mir den Offroad-Weg versperren zu müssen. Dann gibt es einen entspannten Schubser kurz in den Nacken und dann ist auch meist die Situation geklärt. Ich muss sagen, ist aber auch so ein Auto, was ich super gerne in anderen Spielen hätte. Ne? Also in so einem Forza oder so ein Golf 2 Country zu fahren, da, boah, ey, da hätte ich ja schon hart Bock drauf. Ne? Das würde ich, da hätte ich ja richtig Böcke drauf, bin ich ehrlich. Naja, hier ist genug Platz. Für uns beide wunderschön. Der funktioniert hier so gut, der Wagen. Hat natürlich auch Allrad, ne? Synchro hier wunderbar drin, könnte sogar Sift sperren jeweils. Also der Wagen kann ja auch Offroad, ne? Das ist jetzt hier, das ist ja jetzt auch vernünftig mal ein System hier hinter. Das ist nicht einfach nur Front, das schiebt schön, sondern der kann auch was. Das ist ja auch gut so. Wie schön wir hier vorbeiflecken können, so Handbremse rein und schönen kleinen Powerslide, der macht das hier, Junge, das ist ein Träumchen. So, hier easy vorbei, die nächste Handbremse ziehen wir auch mal kurz wieder einen schönen kleinen Slide rein, zack, hier. Also ich muss sagen, von den Versionen, die wir bisher gefahren sind, ist der County hier mein Lieblingsmodell. Kein Scheiß, das Ding macht ja richtig Böcke. Können wir mal ein paar Zivilisten schubsen. See ya. Sorry, das war jetzt halt so stumpf. Machen wir weiter. Was man auf jeden Fall festhalten kann, der Golf 2 County hier, der ETK County, ist sehr ja, aushaltend. Also ich meine, da haben wir schon einige wilde Manöver gemacht und der Wagen hält und hält und hält und geht einfach nicht kaputt. Ich meine, die Achse hinten ist jetzt mittlerweile ein bisschen verstellt, aber im Allgemeinen. Oh. Oh! Nehme ich diese Aussage zurück, weil das hat sich gerade ganz spontan erledigt mit diesem Fahrzeug. Bevor wir jetzt wieder auf ja, sagen wir mal, festen Untergrund gehen, nutzen wir die Chance hier gerade nochmal unten gehen in die Rallye-Version. Sia, in diese Rallye-Version hier rein. Nebenbei, den gibt es glaube ich auch in Dirt Rally 2, kann man den auch fahren, auch in der ähnlichen Livery, die Golf 2, die VW-Livery damals. Und ja, Frontantrieb Rallye, aber richtig Casella in der Bude. Und ja, wir gucken mal, was hier damit geht. Nebenbei auch, ich muss sagen, in Dirt Rally 2 auch ein, zwei Lieblingsfahrzeuge. Macht nicht richtig Böcke, das Teil. Trotz Frontantrieb, weil man sein Fahrstil daran ein bisschen, ich sag mal, optimieren muss. Aber funktioniert hier schon ganz gut. Alter, Junge, Alter, 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 was für ein Tempo wir mit der Karre aufbauen. Junge, 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 Junge. Oh Gott, das passt schon. Das passt nicht. Das hat ja super gepasst, Lukas. Lücken einschätzen üben wir nochmal. Oh,
Vor allem kann man den trotz Frontantrieb sehr geil platzieren. Ich habe gedacht, der würde unterstellen wie die Hölle. Aber das geht vollkommen fit. Hier, wie schön du den hier durchziehst. Alter, wie gut er fährt. Was ist denn los mit den Offroad-Buden hier bei den Mods? Die sind ja alle geil. Und das Popcorn ist auch nicht verkehrt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rum. Wieder auf die Strecke. Alles gut, alles im Griff. Alles gut. Ist nichts passiert. Alter, wie man den hier durchprügeln kann. Das ist ja Wahnsinn. Und hoppa, schönen Sprung. Und scheiße. Da war die Kurve zu Ende. Oh. Tja, ein richtiger Rallye-Fahrer fährt auf Dreiecksreifen weiter. Gar kein Thema. Oh, gar kein Thema. Ich nehm's zurück. Oh Gott, sehr viel Thema. Großes Thema. Eieieiei. Haben wir nicht einen Käfig? Ah ja, der hätte, also, ja, er hat uns geschützt, also gewissermaßen. Gut, ich suche jetzt mal den schönsten Weg direkt zum Asphalt. Das ist nicht der schönste Weg. Alter, was ist denn los mit mir? Oh Gott! Ich wollte gerade sagen, ich suche den, Junge, schönsten Weg direkt zur nächsten Straße, dass wir die anderen Fahrzeuge uns auch anschauen können. Aber ich habe das Ganze vielleicht ein bisschen direkt genommen. Ich guck mal, ob wir. Gut, drei Versionen haben wir noch nicht mehr angeguckt. Wir fangen mit dieser wunderbaren an. Eine Version, er nennt das ostdeutsches Tuning, Osteuropa Tuning. Schön 1,9er TDI hier drunter. Ja, Angel Eyes vorne drin. Schön in Chromrot. Breitbau, tief. Und wie gesagt, schöner, haltbarer Dieselmotörchen hier in dieser Kiste. Sieht vom Nebenbei vom Stil her, finde ich hier echt schick. Vor allem mit der geklebten Stoßstange hinten und vorne. Den bösen Blick. Die Tiefe, der Breitbau. Oh, das wunderbare Holz-Nadi-Lenkrad hier. Eieieiei, okay, den Wagen fühle ich sehr. Das muss ich sagen, den finde ich schon sehr gut. Und der Diesel macht seine Arbeit. Vor allem verbrauchen wir dabei nicht viel. Ne? Wir können rasen wie bescheuert und wir brauchen nicht viel Sprit. Ich meine, was willst du mehr? Das ist doch alles, was man haben will. Wenig verbrauchen und trotzdem Bums. Und ich meine, der 1,9 TDI. Da habe ich mir gerade die Felge gebumst. Die Felge ist komplett zerstört. Oh shit. Oh Gott. Ja, wunderbar. Ja. Heute haben wir aber auch wieder schöne Unfälle dabei. Es ist ein Traum. Was ich ja noch cool finden würde, muss ich sagen, wäre halt schön schwarzen Dieselqualm aus dem Ausbruch. Und was ich mir bei dem Bot noch wünschen würde, eine Hillclimb-Variante. Der Golf 1 mit den Bergrennen-Breitbau-Kits, die sehen so, so geil aus. Das würde ich mir noch wünschen. Hier ein ETKA mit dem Hillclimb-Body-Kit. Das wäre richtig, richtig geil. Da gibt es hier noch leider keine Version von. Das würde ich noch richtig fühlen. Das wäre so das i-Tüpfig. Aber bislang muss ich sagen, gefällt mir der Mod sehr, sehr gut. Die Fahrzeugauswahl ist ultra geil. Schön da breites Spektrum von Golf 1 und 2 abgedeckt. Da kann man dem Modder nichts vorwerfen. Da hat jemand gutes Händchen bewiesen. Und es macht halt auch Spaß. Es macht halt auch einfach wunderbar Spaß. Ich würde mal sagen, wir fahren mal rüber zum Highway. Wenn wir den Wagen auf dem Weg dahin gleich noch zerlegen werden. Und zwei Fahrzeuge haben wir noch, die ich mir anschauen will in der Version. Und die restlichen kann ich euch dann empfehlen, dass ihr euch die selbst anschaut. Download Link natürlich wie immer in der Videobeschreibung. So, wir schauen jetzt einfach mal hier links über die Kante drüber und dann wird das schon. Okay, wunderbar. Ich habe es überhaupt nicht bis zur Kante geschafft. Sorry. Ja, alles gut. Da hat er sehr viel Glück gehabt. Schön. Wie gesagt, es gibt ja leider keine Hillclimb-Variante, aber eine kleine Trackday-Variante gibt es trotzdem hier schön für den Rundkurs gebaut, dieser kleine Kollege. Aber ich sag, mit dem Trackday-Body, mit dem Whitebody-Kit vom Hillclimb wäre das natürlich nochmal einen Tacken geiler, das Ganze. Jetzt gucken wir mal, ob das Ding so kann. Da liegt aber nicht schlecht, der Kollege. Da geht was, da geht richtig was. Wartet mal. Schön hier rein, anbremsen. Leicht einstellen und geradeaus durchrutschen. Der geht speedtechnisch schon wieder gut voran. Also da ist nicht, kannst nicht merken. Boah, Junge, aber der ist auch. Puh! Bös giftig auf der Hinterachse, weil der blockiert direkt schon. Sehr schnell und elegant. Muss ein bisschen drauf gewappnet sein. Aber dann. Ist das hier schon? Sehr launig zu fahren. Geht gut ums Eck.
muss halt nur beim Anbremsen aufpassen. Da musst du halt wirklich gucken, dass du, wenn er ein bisschen im Arsch kommt, du den vernünftig in die Kurve platzierst. Und dass du deinen Vorteil nutzt. Und dich halt nicht komplett... Das war mein Spiegel, danke. Und meine Seitenscheibe. Dass du dich damit nicht komplett wegwickelst. Oh, so wie jetzt zum Beispiel. Meine Aufhängung war nämlich anscheinend doch kaputt. Der ist mir doch ein bisschen mehr getroffen, als ich, Alter, als ich gedacht habe. Ich bin schon erstaunt. Der fährt wirklich gerade in dem Zustand hier wirklich gar nicht so verkehrt. Hinten rechts der Reifen hat nicht mehr so viel Federweg, wie er haben müsste. Merkst du, dass er ein bisschen schneller am Bouncen ist. Aber nichtsdestotrotz geht das hier schon ganz gut. Oh, schön Vollgas. Komm. Schöner Unfall. Also unschön. Schön über die Leitplanke gehoben, den Kollegen. Alter, Bock. Die Revision ist geil. Also den kannst du auf dem Track im Spiel. Ich denke, du musst ein bisschen aufpassen, weil er halt sehr giftig auf der Hinterachse ist. Aber das macht ja Laune. Natürlich muss ich ein wunderbares Abschlussfahrzeug haben. Nämlich den Kollegen hier. It's useless, it's static. Ihr wisst, tiefe Autos, da schlägt mein Herz für. Und ich bin hier auf 30 oder 40 Zoll den Golf 1 maximal am Boden gedreht. Auf den Boden geschmissen. Das fühle ich schon sehr, 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 sehr. Guckt euch das an. Guckt es euch an. Das ist doch wohl mal richtig edel, lecker, nice, cool, toll. Mega fett. Töfte. Feier ich hier richtig hardcore. Ah, guckt es euch an. Das ist doch einfach geil. Aber deswegen dachte ich, als Abschlussfahrzeug ist so eine Static-Kiste vielleicht gar nicht so verkehrt. Das passt zu mir am besten. Das lief ja richtig gut. Aber wir fahren noch. Reifen haben wir zwar platt, aber das geht schon noch. Das geht schon noch. Das ändert am Fahrkomfort und in den Fahreigenschaften geht auch nicht mehr viel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, moin, nochmal rein, wunderschön. Ja, nochmal in. Ja, komm, ist gut. Alle Reifen auch platt, wunderbar. Aufgesetzt haben wir gerade auch, schön. Schleift ultra viel an dieser Karre. Oh Gottes Namen. Und er fährt immer noch. Soll noch jemand sagen, das ist useless, ne? Also der Wagen hält gerade am längsten durch von allen, die wir hier fahren durften. Geht schon. Schleift sich frei. Und er ist auch nicht mal langsam dabei. Klar, die Hinterachse ist maximal nicht am Funktionieren. Aber der Rest, oh Gott. Klappt super. Oh shit. Alles gut. Gut, das klappt schon. Oh, da kommt Felsen. Okay, das klappt jetzt nicht mehr. Au! Oh. Ich würde aber sagen, mit diesem wunderbaren Bild bin ich raus für dieses kleine Video. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja, könnt ihr mir ganz gerne noch einen Daumen oben da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann und tschüss. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost for stepping. I bet on me and my team.